Kann ich da... Das muss nicht... Schade. Den nehme ich da jetzt... Okay, Moment, da muss ich noch irgendwas ranmachen, glaube ich. Rattengift. Das ist keine gute... Okay, Moment. Im Moment. Die Angelrute. Das muss ich... Kann ich an die Angelrute... Das muss ich... Nee, okay. Was? Das Scheißding sieht... Kann ich jetzt... Nee, dann geht er weg, okay. Kann ich mit dem Teleskopendenbügel irgendwas machen? Vergiss. Nein, okay. Mann. Nochmal weg, genau. Ich stelle mich auf die andere Seite. Ich glaube, das ergibt mehr Sinn. So, vielleicht ja jetzt. Damit kann ich den Koala nicht fangen. Okay. Welchen den Eukalyptus-Dings? Vergiss es. Das muss ich nicht... Muss den Koala nicht aufhübschen. Es gibt... Aua. Ich sollte aufhören, mich zu bewegen. Während der Aufnahme. Kann ich... Was soll ich denn jetzt machen? Nein. Den Hammer nach ihm werfen. Nein. Das sollte klappen, aber irgendwie... Oh, verdammt nochmal. Ich kann's nicht. Niemand mit auch nur einem Funken Menschlichkeit würde sowas machen. Ich weiß, der kleine Bastard hat mich beklaut, aber er sieht aus wie ein lebender Teddy. Es muss einen anderen Weg geben, einen blöden Koala zu fangen. Koala? Wo? Was im Namen von... Befehl von ganz oben. Wir müssen all diese niedlichen Schädlinge ausrotten. Die vermehren sich wie Ratten. Okay, aber fürs Protokoll. Ich bin absolut gegen das, was du gerade getan hast. Kein niedliches Tier sollte je mit einem Hammer geschlagen werden. Weder in dieser Dimension, noch in irgendeiner anderen. Oh. Der arme Koala. Du hast keinen Ausweg mehr, du verdammtes Beutetier. Gib mir meine Figur zurück. Kann ich wieder im mitnehmen? Moment nicht. Den nehme ich da jetzt. Okay. Die sehen ja niedlich aus. Aber ich bin sicher, die sind giftig. Warum habe ich denn jetzt ein... Was? Warum habe ich denn jetzt ein Koala im Inventar? Blöd. Nein, das ist kein Blödsinn. Ich glaube nicht... Ah, Moment. Ich muss ihn noch fixieren. Wozu? Das habe ich doch schon gemacht. Achso. Weil er noch so tropfend aussieht irgendwie. Er braucht er nicht noch irgendwas? Ich versuch's mal so. Sci-Fi-Con. Warum haben wir jetzt einen Koala? Was soll ich mit dem Koala machen? Ich habe keinen Plan. Wenn ich Murray finden würde, könnte ich ihn damit jagen. Reicht das schon? Hier hast du deine Rarität. Eine offizielle Captain Red Actionfigur. Handbemalt von behinderten Leuten. Ich glaube, seltener als das geht's nicht. Von was für einer Behinderung reden wir? Gestresstes, verprügeltes, verstümmeltes Nerd-Syndrom? Ich dachte, das wäre schon an allen Schulen gründlich bekämpft worden. Es gibt so viel unnötiges Leid auf der Welt. Ich glaube, du hast etwas für mich. Na gut, er gehört dir. Unglaublich. Endlich. Ab jetzt läuft alles glatt. Ladies und Gentlemen, die Sci-Fi-Con schließt bald. Bitte verlassen Sie das Gebäude durch die Hintertür. Danke für Ihren Besuch und haben Sie einen schönen Abend. Okay. So können wir wirklich nur... Ja, wir können nur da lang. Wir könnten hier noch ein bisschen was machen, aber... Ich glaube, ist egal. Nichts. Also wir könnten hier noch rumlaufen, Leute beklatschen, aber sonst. Was für eine schöne Nacht. Meinst du nicht auch? Oh ja. Wundervoll.
Leider Nein. kann ich hier nicht rumstehen und übers Wetter quatschen. Wir. Ich auch nicht. Hab's ziemlich eilig. Ich auch. Was für ein Zufall. Wenn du nichts dagegen hast, gehe ich jetzt mal nach Hause. Oh Gott, tue ich das nicht? Genau das sagte ich gerade. Du wirst mich ausrauben, oder? Ganz genau das. Jawohl. Gute Idee. Ich glaube, er wacht gerade auf. Und Alter, sieht der angepisst aus. Was zum... Au! Nein! Hey! Nicht da drin! Au! Au! Der beißt! Nein, nicht beißen! Alter! Du solltest mir doch helfen! Au! Scheiß blödes Beuteltier! Du solltest mir helfen und mich nicht beißen! Ja, renn doch weg, du Feigling! Oh, warte mal! Ich glaube, der hat mein... Fuck! Der Ring ist weg! Oh nein! Oh nee, da ist er ja. Echt jetzt? Officer Hicks, geben Sie mir den Ring. Tag 4, Montag. Hey, was zum Geier wolltest du da gerade tun? Wollte dich nur aufwecken. Man muss morgens was trinken, weißt du? Oh Gott, ich glaube, ich muss kotzen. Wie spät ist es? Es ist noch früh. Die Stadt schläft noch. Oh, was ist los, Kumpel? Du siehst nicht gerade glücklich aus. Ach, verpiss dich. Das Letzte, was ich jetzt brauche, ist eine von deinen langweiligen Reden. Und dann hat mir auch noch der blöde Koala was von meinen Sachen geklaut. Nur super. Einfach super. Ich sagte ja, du bist verflucht. Du hast aber nicht zugehört. Du verstehst nichts von der Macht des Ringes. Du bist einfach nicht intelligent genug dafür. Wenn du wie der Bösewicht in einem 007-Film redest, werde ich dich natürlich gleich viel ernster nehmen. Das Ende naht. Und du wirst dich noch gut an meine Worte erinnern. Welche Worte? Deine billigen Aphorismen aus dem Nachmittagsfernsehen? Man sagt, dass diejenigen, die die Vergangenheit ignorieren, verdammt sind, sie zu wiederholen. Aber welche Gefahren lauern auf jene, die die Vergangenheit nicht vergessen können? Jene, die davon besessen sind, sie zu wiederholen. Siehste, genau das meine ich. Sieht so aus, als würde dir deine Situation langsam bewusst. Du erinnerst mich immer mehr an mich selbst. Du hast sogar auf der Straße geschlafen, verdammt. Tja, sobald ich diesen Scheißring wieder habe, wird alles wieder ganz normal. Dann bin ich hundertprozentig sicher. Denkst du immer noch, du kriegst ihn zurück, nur weil du das so willst? Junge, ich sag dir, dieser Ring macht, was er will und wann er will. Und glaub mir, er sucht sich den Ringträger selbst aus. Okay, aber ich weiß, wer ihn im Moment hat. Ich muss diesen Dieb nur finden. Tja, viel Glück dabei. Was hat er denn so... Oh, Alter, hat er viel geklaut. Der Toala. Alles klar. Der Toala. Hat viel geklaut, ne? Aber wir haben unseren Teleskop-Endenbügel noch. Also von daher ist alles okay. Ja, wir haben die Fernbedienung nicht mehr. Lol. Okay. Gut, Leute. Aber das war's erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet die Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein! Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play oder einer neuen Aufnahmesession von Let's Play. Randall's Monday. Wir sind immer noch in der Gasse. Wir haben ja ein bisschen was zu suchen, wie es aussieht. Erstmal die Zeitung. Hey, Matt ist nicht auf dem Titel. Vielleicht ist das jetzt die Gelegenheit, den Fluch zu brechen. Alles ist ruhig in der Stadt. Schon wieder Montag. Mein Name ist Lester Burnham. Das ist meine Straße. Das ist meine Nachbarschaft. Das ist mein Leben. Okay. Kann auch gerne dein Leben bleiben. Kiste. Ah, ein Baseball. Cool. Ducktape nehmen wir noch mit.
Ich spring nicht über eine Absperrung. Okay, darüber springt er immer noch nicht, alles klar. Werner. Ich habe keine Zeit, bei diesem alten Irren zu bleiben. Ich muss mich um was Wichtigeres kümmern. Okay. Dann gehen wir. Moment. Oh, juckt. So. Gehen wir erstmal hoch zu Murray. Officer Murray, dein Freund und Helfer. Ja. Hey, was geht, Murray? Beschäftigt? Wie bitte? Ich fragte, ob Sie beschäftigt sind. Werd mal nicht frech, Junge. Ich weiß, ich stehe hier noch rum. Aber ich bin im Wachdienst. Ich bin ein Officer und verdiene Respekt. Ehrlich, Murray? Ist das so? Hey, was ist denn dein Problem? Red nicht mit mir, als würdest du mich kennen, ja? Und woher kennst du überhaupt meinen Namen? Ja, ich bin ja anderes Ich aus einem Paralleluniversum. Ich komme aus der Zukunft und will sie warnen, Würstchen. Werden die verderben sein. Vater, endlich habe ich dich gefunden. Ich komme aus der Zukunft und will sie warnen. Würstchen werden ihr Verderben sein. Hey, was weißt du darüber? Ich komme aus der scheiß Zukunft. Ich weiß alles. Du willst also sagen, dass ich das Grillen sein lassen soll, ja? Nein. Das habe ich eigentlich nicht gemeint. Also, was hast du denn dann Verzieh dich. Sind Sie nicht zufällig der Super-Agent, von dem alle reden? Sie sind nicht zufällig dieser Super-Agent, von dem alle reden, oder? Tja, vielleicht. Aber selbst die besten Samurai schneiden sich manchmal an ihren eigenen Schwertern. Was soll das heißen? Ich meine, ich konnte sie nicht retten. Wen? Armes Ding. Ja, aber wer denn? Es ist eine Geschichte von Verrat, Grausamkeit und Schmerz. Und, ehrlich gesagt, fällt es mir schwer, darüber zu reden. Ja, aber Sie können doch jetzt nicht einfach aufhören. Sie sagten was von Grausamkeit und Schmerz. Das sind so ziemlich meine Lieblingsthemen. Los doch, rücken Sie mit den blutigen Einzelheiten raus. Da gibt's nicht viel zu erzählen. Das alles passierte vor 2 Jahren. Es war ein verregneter Tag und ich war auf Streife. Ich hätte nie geahnt, welch grausame Wendung das Schicksal für mich bereitet. Ja, ja, weiter? Es ist so. Ich wurde dringend zum Molyneux Park gerufen. Also ging ich da schnurstracks hin und da sah ich es. Was sahen Sie? Kommen Sie, Murray, weiter! Es war eine Ente. Ein armes, kleines Entlein. Sie war mit dem Kopf unter Wasser gefangen und sie kam nicht mehr raus. Sie kam nicht mehr raus, verdammt! Oh, Scheiße! Ich sprang in den Teich und als ich sie aus dem Wasser hatte, atmete sie nicht mehr. Also machte ich Mund-zu-Mund-Beatmung. Aber es ist gar nicht so einfach für einen Menschen, die Lippen auf so einen Entenschnabel zu legen. Und als ich die Herzmassage ansetzte, brachen ihre Rippen wie trockene Zweige. Da verlor ich alle Hoffnung. Mein Gott, ich habe alles versucht, aber es war mir nicht vergönnt, sie zu retten. Es ging nicht. Aber seit jenem Tag ehren und belobigen mich viele meiner Kollegen. Ich bekam sogar einen Orden. Aber auch das wird das kleine Entlein nicht wieder lebendig machen. Ja, aber mein Inspektor sagte, man würde eine Straße nach mir benennen. Ich will aber nur, dass sowas nie wieder passiert. Murray? Ich glaube, Ihre Kollegen machen sich nur lustig über Sie. Wie kommst du darauf? Glauben Sie wirklich, Ihre Geschichte ergibt einen Sinn? Die größten Geschichten sind am schwersten zu glauben, mein Junge. Sagen Sie was. Stimmt. Und Sie haben wirklich einen Orden bekommen? Ja. Und die Überreichungszeremonie ist auch schon bald. Bald? Ist das nicht schon 2 Jahre her? Warum haben Sie denn dann den Orden nicht schon längst? Glaubst du, dass das Live-Aid-Konzert über Nacht geplant wurde? Große Ereignisse brauchen Zeit und Vorbereitung. Der Captain sagte, man müsse noch die Fernsehrechte klären. Kann sein. Ja. Ja. Gab's denn für die Ente ein anständiges Begräbnis? Darum habe ich mich persönlich gekümmert. Das klang jetzt ein bisschen nach Barbecue, Murray? Ach bitte, Junge! Ich habe sie in diesem Mausoleum, das ich als Weihnachtsbonus bekommen habe, zur Ruhe gelegt. Hab zur Erinnerung sogar einen kleinen Entenkopf in meine Polizeimarke gravieren lassen.
Fuck, Mary, Mann, ich war schon seit Beaches nicht mehr so nah am Flan. Ich bin so stolz auf sie. Fuck, Mary, Mann. Ich war schon seit Beaches nicht mehr so nah am Flan. Ich bin stolz auf sie. Danke, Kleiner. Aber ich tat nur meine Pflicht. Kann ich die Marke mal sehen? Tja, normalerweise mache ich das ja nicht, aber... Ach, was soll's. Die Ente sieht eher wie ein Hase aus. Was? Nein, man muss den Kopf etwas schräg legen. Stell dir vor, die Ente schaut nach oben. Man erkennt aber einfach an Hasen. Ich meine, ganz ohne Kopf schräg legen oder so. Ich meine, da sind die Ohren, da ist der Schwanz und hier die Nase. Nein! Warum sollte sich jemand einen Hasen auf die Marke gravieren lassen? Ja, vielleicht gibt es ja einen Kopf, der einen Hasen aus einem brennenden Fahrzeug gerettet hat. Aber egal, schauen Sie mal hin. Es ist im Leben keine Ente. Enten haben keine Zähne. Das sind Zähne. Hör auf! Es ist eine Ente. Ich wollte eine Ente und ich habe auch eine Ente bekommen. Schluss jetzt! Alles klar. Hey, halt mal, Junge. Was soll das werden? Ah. Gib mir meine Marke zurück. Och, tut mir leid. Wo habe ich nur meinen Kopf? Okay, aber ich kann bestimmt irgendwie einen Abdruck machen oder so. Ich glaube, ich habe dafür noch nichts. Okay, ich habe das Gefühl, ich kann einen Hasenabdruck machen. Bitte sehr, Mary. Sehr beeindruckend. Danke, Junge. Und jetzt, wenn es dir nichts ausmacht, lass mich weiterarbeiten. Das klingt echt danach, als müsste ich einen Abdruck machen. Definitiv. Definitiv. Okay, hier ist der Typ. Gehen wir mal zu Matts Haus. Matt, Kumpel, mach auf. Ich hab lustige Brownies und die komplette Sammlung von den Toxic Avenger Filmen. Mit Kommentaren? Ja, klar. Ich hasse Audiokommentare, die klingen immer so arrogant. Ich schwitze mir lieber den Hals auf. Oder wir schauen sie ganz einfach ohne Kommentare an. Warum hast du die denn mit Kommentar gekauft? Waren die teurer? Glaubst du, du bist was Besseres, weil du dir das leisten kannst, oder was? Matt, ich will dich von Selbstmord abhalten. So wie du dich aufführst, überlege ich mir das nochmal. Mann, Melodrama ist von dir ist etwas etwa natürlich wie ein Furz aus dem Hals. Mann, ich hab die nicht gekauft. Du kennst mich doch. Mann, ich hab die nicht gekauft. Kennst mich doch. Randall, hau ab. Ich will niemanden sehen, nur Sally. Okay, ich ruf sie mal an. Halt durch. Wag das ja nicht. Wo hast du überhaupt ihre Nummer her? Was hast du vor? Glaubst du, du kannst sie mir einfach wegnehmen, nur weil ich den Ring verloren habe? Oh, jetzt verletzt du mich aber zutiefst. Ich versuche hier dir zu helfen, Mann. Und wie willst du mir helfen? Du kannst nichts für mich tun, Randall. Ja, was, wenn ich dir sage, ich kann deinen Scheißring wieder besorgen? Ich könnte den John Wayne für dich machen, das bringt dich doch immer wieder hoch. Mann, wir schaffen das schon. So wie wir die dunkle Bedrohung überlebt haben. Was, wenn ich dir sage, ich kann deinen Scheißring wieder besorgen? Dann sag ich, dass das ziemlich unwahrscheinlich ist. Es sei denn, du warst es, der ihn geklaut hat. Ja, aber das hab ich nicht. Also sind wir zurück bei unwahrscheinlich. Ich könnte ihn zurückstehlen. Ich werd's versuchen. Ich versprech's. Na dann, viel Glück. Ich könnte den John Wayne für dich machen. Das bringt dich doch immer wieder hoch. Ich könnte das im Moment nicht richtig wertschätzen. Aber nur weil hier draußen nicht genug Platz dafür ist. Also komm schon, mach auf. Dann kann ich's richtig machen. Danke, Randall. Aber dein Hintern wird mir heute nicht helfen. Okay, deine Entscheidung. Aber ich hab ein paar neue Moves drauf. Aber hey, scheiß drauf. Gut zu wissen. Aber ich brauche jetzt nur Sally. Mann, wir schaffen das schon. So wie wir die dunkle Bedrohung überlebt haben. Mann, wir wollten nie wieder von dem Scheiß reden. Der Streifen hat uns richtig fertig gemacht. Und dann brauchten wir monatelang eine Therapie, bis wir überhaupt wieder reden konnten. Ja, aber ich weiß noch, dass dann meine ersten Worte Michse, Dichse waren. Ja, und ich weiß noch, dass ich dir eins mit einer Lampe übergezogen habe. Dann warst du noch 2 Tage bewusstlos. Tut mir übrigens leid. Ach komm, mach dir nichts draus. Ich habe der Narbe sogar einen Namen gegeben. Sieh mal, wir haben eine Menge zusammen durchgemacht. Hey, erinnerst du dich noch ans College? Sehr vage. Ja, weil wir uns voll auf die neuen Erfahrungen konzentriert haben. Weißt du, wie wir mal einen Feuerwehrwagen angezündet haben? Hey, Mann. Was in Vegas passiert, bleibt in Vegas. Ich weiß, Kumpel, aber das war nicht in Vegas, sondern
einfach die Straße runter. Oh, stimmt. Ach, komm schon. Was? Wenn ich was weiß, dann, dass Matthew Griffin richtig Party machen kann. Saufen wir deine Sorgen einfach weg, okay, Kumpel? Du raffst es nicht, Randall. Der Ring war mir echt wichtig. Mehr, als ich mit Worten ausdrücken kann. Ach, Mann, Kopf hoch. Du rufst Sally einfach an und erzählst ihr, was passiert ist. Die versteht das sicher. Ich hab sie schon angerufen. Sie ist unterwegs. Ich hoffe nur, sie ist bald da, weil wenn nicht, dann... Matt, mach doch keinen Blödsinn, hörst du? Warte einfach auf Sally und rede mit ihr. Das ist kein Weltuntergang. Inzwischen versuche ich, den Ring zurückzukriegen. Vertrau mir. Ich weiß, das klingt komisch, aber... Naja, ich schaff das.